Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Sydney Wicker Gotti-Kanal. Wir gehen ins nächste Spiel. Und zwar spielen wir heute Risiko zusammen mit Edis, Eli, Mert, Roat und Danny. Ich bin ein Geek in Risiko. Ich spiele das seit ich klein bin. Bin froh, dass die Jungs endlich auch mal zocken wollen. Mert ist, glaube ich, auch gut. Der Rest spielt es, glaube ich, noch nicht so lange oder so. Keine Ahnung. Lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da. Das ist ein richtig geiles Spiel. Viel Spaß mit dem Video. So, geht nur 120 oder 3? Okay, dann mach 120. Abfahrt, Jungs. Ja, jetzt. Salam alaikum, oder? Okay, let's go. Ja. Okay. Oh, ja, nee. Alles dient der Unterhaltung. Vertraue niemandem. Lecker ist verrückt. So, drück bereit. Ja, für den Gewinner. Wir sagen, ihr sollt euch muten. LeBron, ja, over. Eli, den Leert, er ist der Manipulator Nummer 1. Alles, was du, jetzt sagst und was er sagt, wird er gegen dich verwenden. Er wird dich anschauen. Nein, er lügt. Er ist der Schlimmste von allen. Ja, ich bin raus. Junge, wenn ich wer grün ist bin. Gelb? Wer ist ich gelb? Bin ich blau. Jungs, wer ist gelb? Boah, ich bin gelb. Ich hab einmal verloren. Fuck. Jungs. Bitte, guck mal meins. Guck mal grün. Gänseschwanz, Bruder. Guck mal, dreimal Urlaub gemacht und dann kein Gelb mehr gehabt mit meinem Druck. Gelb kurz angucken? Ich bin eklig. Ey, Europa kann man eh nicht halten, ne? Ja, Europa ist Arsch. Europa kriegt man nicht. Alter, das ist Danny. Wer ist denn rot und wer ist rot? Ja, rot sieht schmackofatz aus. Oder bei mir ist komplett fatal. Rot sieht am schönsten aus. Wer ist rot? Das ist Mert. Ja, ja, wieder aus Vorteil. Das ist so krank. Wer ist rot? Was ist jetzt gut an rot? Du hast fast Afrika und du hast fast Australien. Junge, bei Australien sind 5 Soldaten von Eli. Ja, die greifst du einmal an, dann sind die weg. Ja, ja. Das heißt Aaron Gordon. Weil jemand anderes muss Punkte machen dann. Ich besuche jeden, Digga, ich stehe eine Aufweichung. Oder MPJ. Sofort wieder auf gelb abfeuern, will, um von sich abzulenken. Digga, es ist so geisteskrank, Digga. Oder meine ganze Karte ist gelb. Jeder hat gleich viele Länder, by the way. Ich hoffe, Sydney und so lassen sich nicht so verarschen. Aber wieso fangen wir so an? Weißt du, Lila? Bruder, ein Angriff, Bruder. Ich muss doch irgendwie Karten hier. Ich hab doch gar nicht. Ich hab noch ein Land. Ich hab noch 2 Länder. Ey, Alter, was? Das ist geil. Ja. Aha. Ich bin safe raus. Krass, wie ich Australien habe. Wann ist das erste Spiel, Tassos? Ich hab voll Australien, oder? Das ist Scheißspiel. Hä? Butler spielt ja nicht. Weißt du, wer gut ist? Jamie Jackson Jr. Rede richtig! Oh mein Gott! Alle! Warte mal. Eli hat verloren. Ode. Wie kann das sein? Und Mert reibt die Hände. Guckt euch Mert an. Guckt euch Mert an, wie er wieder gelb sagt und sich jetzt quasi mit dem Lack-Dings sofort schon hier ganz Australien sicher bleibt. Er hat jetzt einfach Australien. Mein Chat meinte, das war Pech, also ich sollte das so spielen. Ja, war von dem Chat. Ja, war echt Pech. Also er hat das eingestellt. Hä? Wie konnte ich mit 8 gegen 3 verlieren, Jungs? Ja, frag mal Danny. Er hat mich letztens mit 20 gegen 50 gefickt. Das ist das mit Zufall, ne? Ja. Ja, und jetzt? Zug beenden? Nein, du musst ein Land holen. Nein, nimm greif irgendein anderes Land an. Da oben die 4 auf die 1. Oben 4 auf die 1. Immer nur 1. Der Angriffsphase beendet. Oh, nee. Lass mich eine Runde leben. Ich kann nicht angreifen. Ja. Ach, Bruder. Ich weiß dir. Warum? Erklärt mir mal kurz das Würfelprinzip. Einfach wieso? Ja, Bruder. Aber warum 7? Was war da jetzt? Was hätte ich? Ich hatte 8 Würfel. Kannst nichts machen. Das ist Kinderverarsche gerade gewesen. Sag mir doch, wie man gewinnt. Besser Würfel als der. Bruder, es war alles richtig. Es war einfach unlucky. Nein, das Prinzip. Ich hatte 8 Würfel? Ja, also du greifst immer nur maximal mit 3 Würfeln an. Nee. Gegen 2. Was bringt mir die 8? Was hat mir die 8 gebracht? Eine höhere Chance, um ihn anzugreifen. Weißt du, eine höhere Chance, um zu gewinnen. Aber es kann trotzdem passieren, dass du verlierst. Genau wie jetzt gerade. Aber ich schwöre, eure Erklärungen, eine höhere Chance zu gewinnen, aber du kannst auch verlieren. Ja, es würfeln! Was ist das Ja, aber was würfeln? Warum? Was bringt mir die 8? Er ist grün. Achso. Achso. Ich glaube, Multiplikator so. Ja, du kannst öfter angreifen. Ja, so. Nein, gibt's sowas? Ich glaube nicht. Okay. Ich sag, die Würfel waren getürkt. Warum kriege ich denn 4? Ich versuche jetzt schnell meine Truppen, weil ich hatte hier noch 3 oder so. Ich versuche jetzt schnell meine Leute von hier rüber zu bringen. Ich habe eh schon 5 und 4. Das greift eh keiner an im Early Game. Und ja, dass die Truppen verbunden sind. Die noch irgendwie. Ich hoffe, ja doch, die werden safe angegriffen. Ah, das passt erstmal. Ist ein guter Start für Nordamerika. Nordamerika ist gleich win.
Okay, jetzt verstehst. Außer die werden Fitner machen, was Matt machen will, dass ich der Beste bin und ich habe gewonnen und dann werden die auf mich gehen. So, Mensch, genau. Tobi, danke für die Erklärung. Genau. Wenn ich 50 habe und du 3, dann müsste ich, die ganze Zeit hintereinander verlieren. Genau. Mit meinen 50. Genau. Okay, ich verstehe. Super. Ich verstehe. Schön, Tobi. Schön. Ja, ich war geil von euch erklärt. Ja, ich kann kein Deutsch. Ich kann das nicht so ausführlich erklären. Es liegt nicht in meiner Macht. Ja, ja, ich lass dir. Rohat, lass mich dort damit kommen, wir sind Freunde. Dann bist du raus, dann bin ich auch raus, ja, okay. Ey, das ist ein Spiel ohne Allianzen, ich kann ihn nicht schreiben. Man muss ein bisschen, leider. Du musst ein bisschen Allianz und dann halt ihn am Ende wieder fallen lassen. Roji, ich will auch Nordamerika, ne? So, mal gucken, ob das Spiel verkauft ist. Ja. Okay. Stark. Ist mir nicht mehr einverloren wieder, scheiße, oder? Jetzt aber gut, oder? Nochmal China angreifen? Nein. Ich verstehe das mit diesen Stacken halt nicht, ne? Aber guck mal, du hast ja deine Karte schon. Was bringt dir das, wenn du noch ein Land angreifst? Du kriegst ja keine nochmal eine Karte, weißt du? Das bringt dir nix. So, und jetzt einfach beenden oder macht Sinn, was zu stacken? Ich würde die 2 auf die 3 legen. Ja, dann kannst du, weil von 4 kannst du mal besser angreifen als mit 3. Dann greifst du gleich mit 4 gegen 1 an, weißt du? Was? Ich hab nicht. Mach ihr kurz auf Mongolei, damit du gleich mit Mongolei 4 gegen China machst und nicht 3 gegen China. Du gehst jetzt auf die 2. Auf die 2 oben und drückst drauf und gehst ein, also machst einen runter auf 4. Genau. Ja, super. Super. Weil gleich hast du jetzt 4 gegen 1 im Platz drin. Okay. Danny ist gelb. Wer ist. Rohat ist lila, ich bin pink. Danny ist gelb. Mert ist rot. Dicker. Ist blau. Junge, 8 gegen 2. Ich verliere. Was da ist, Lan? 8-2 hast du verloren gegen mich? Ne, fast. Ich habe 6 Leute verloren. Oh. Schicke. Ich sage, es ist genau gleiche Kinderverarschung wie mit Monopoly, der Host hat. Nein. Junge, ich habe immer Host gemacht. Ich sage dir, ich habe mit 50 Soldaten gegen 20 verloren. Digga, wie soll man denn so ein Kontinent holen lernen? Außer Australien. Ja, 6 Tage ist echt hart, Digga. Es müssen erst 2 rausfliegen. Und dass man sich dann aber so einig, ne? Ja, ist doch entspannt, oder? Hier, ich sehe hier. Warum geht keiner auf Südamerika lernen? Das ist das Einfachste nach Australien. Ihr habt da 9-9. Sydney! Mhm. Ja? Was, Sydney? Ich lasse in Nordamerika, wir ficken zusammen Yusuf den Schwanz. Tom. Sehr schön. Hä? Ich will einfach so wenig wie möglich kämpfen müssen. Bist du sicher, Rod? Komm, mach, wenn du eierst. Yeah, yeah, yeah. Und Mert reibt sich die Hände. Weil wenn andere fighten, dann minimieren sich beide so gegenseitig so die Leute. Das ist einfach dumm. Und jetzt hat Rod free Südamerika. Und Lan? Geh runter, geh runter. Ich hab dir gesagt, mach es, wenn du eierst. Aber du hast Eier, aber du bist ein Schwanz! Digga, das ist so dumm, ne? Das ist Digga, das Würfeln ist ja völlig verwirrend. Greif mit 11 gegen 9 an. Das ist, auch wenn ausgeglichen wäre, hätte er verloren. Gott, nein, muss nicht sein. Mit 11 gegen 9? Kann man mal machen. Natürlich. Nee, hätte ich nie das soll eigentlich 50-50 sein. Oder ich hab mit 7 gegen 2 nicht angegriffen. Aber man verliert hier mehr, als man gewinnt. Ja, weil das schicke ist. Respekt, Alter, ja, von den Soldaten, Digga. Ich trau mich nicht mal 3 anzugreifen mit 5. Ihr müsst die Soldaten ein bisschen respektieren, Alter. Das sind halt wirklich Soldaten. Außer bei Mert. Mert kann durchlaufen. Oh, ich führe dir Mert! Mein Bruder, ich sag dir, das ist verwirrt. Es ist immer der Host. Es ist immer so. Deine türkischen Basarwürfe, Junge! Ja, Tom ist. Sehr hässlich, Digga. Wer ist Lila? Ich habe 20 Soldaten haben gegen 50 gefickt. Ich war doch da auch Host. Weil Südamerika will Rohat gerade und da musst du mit ihm darum kämpfen. Aber Bruder, guck mal, wenn du das machst. Mann, Mert sagt nein, weil er da 3 Länder hat. Ja, ja. Mert hat schon Länder. Australien. Oh, der wird nicht. Gott, der kann nicht für beides kämpfen. Guck, ihr habt ihnen krass geholfen, ihr Schwänze. Ihr seid solche. Ich hast du ein Land, chill. Mit deinen Scheiß. Wie soll er denn gewinnen mit deinen Würfeln, Junge? Natürlich gewinnst du. Habt ihr ihn gefickt, ihr Dullis? Was juckt mich diese 3 Soldaten da, Junge? Was schädigt? Das schadet mir. Du kannst nicht auf 2 Fronten kämpfen. Helfen, ihr habt ihn gefickt. Ja. Guck dir den Penner an, Digga. Was macht der da mit 4 Soldaten? Ihr habt den gerade echt auseinandergenommen, Alter. Nein, die Würfel haben ihn auseinandergenommen.
Bruder, bitte, Jungs, was? Er soll neues tanken, ihr habt ihn gefickt, Junge. Guck ihn ja an, wir aufbuschen, Digga. Nee, voll viele kämpfen für Afrika, stimmt, alle wollen gerade. Ja, guck, was ich mit ihm mache. Nein, nein, mehr chill, Bruder. Ich bin neu, lass mich aber warum hörst du dann auf die und hörst nicht auf den, der Ahnung hat von dem Spiel? Das verstehe ich. Weil ja, mein Chat meinte auch. Ja, er meinte, die richtige Entscheidung, Mert ist einfach nur... Der hat sowieso schon... Der war die richtige Entscheidung. Mann, er wollte Loki Afrika bekommen, deswegen ist er so jetzt. Allah, ich bin nicht sauer, deswegen ich schwöre, das juckt mich nicht. Ja, das ist doch gut. Afrika nehmen. Ich wollte da rausgehen sogar. Dann ist doch gut. Ja, aber der arme Junge, ihr habt ihn verarscht einfach. Ja, Mann, scheiße, du hast... Ja, er hat gegen zwei angegriffen. Ich spiele, ne, du Schwanz! Nee, du bist krass. Du bist krass. Nee, du hast Gewissen. Er hat doch gerade mit 5 gegen 2 angegriffen, das ist ganz normal. Ich bin arbeitslos geworden wegen dir, Junge. Danny, bist du hier? Danny? Ja. Ich bin Rotor. Ich bin Rotor, bitte. Alter Schwede. Das ist krank, ne? Lass mich mit, ich bin Rotor. Wer bist du, ehrliche Farbe? Ich bin Rotor. Das wird doch laut, Chat. Ich bin Pink. Mert wollte sich unauffällig hier noch Afrika holen. Ja. Lass mich spielen. Er wollte diese Connection haben. Ich bin nur Rotor. Oh ne. Daniel. Ja, aber Gelb sieht doch auch voll gut aus. Gelb, Bruder, merkt dir eins. Danny ist ein krank. Politiker. Aber, er zieht die Fäden im Hintergrund. Aber guck mal. Du hast lange nichts von ihm und du wirst ihn noch nie hören. Du wirst ihn nur irgendwann spüren. Also jetzt gerade. Guck mal, ich habe hier einen 12er, ja? Ich bin hier in Europa Deck drin, ne? Aber Europa wird von allen Sachen angegriffen können, ja? Guck mal, Mert sitzt mit einer schönen 10er auf Indonesien, hat einen Schatz und Kontinent. Keiner ist in der Nähe, er stackt die ganze Zeit Truppen. Er hat noch 3 und 4 hat er noch in Nordamerika drin. Ja, ihm geht's richtig gut. Plus und er macht wieder Politik, Danny, gegen mich. Ja, du hast noch 7 oben, ne? In Grönland. Ja, aber Danny, die werden Zeit an den Arsch gefickt, hä? Ich glaube, die werden ein neues Nordamerika-Projekt starten. Ich hab mal ein Problem, eine Frage. Ja, das sehe ich nämlich auch kommen, Danny. Könnte Danny seine 7 auf seine 12 machen und damit 19 angreifen? Wenn er die 2 kaputt macht, da. Wenn er die 2 noch hat, dann kann er das machen. Aber das hat er nächste Runde. Glaube ich. Also, Eli, ich würde jetzt den Zug beenden und deine Truppen wieder zurückziehen. Ah, es ist für mich zu müde. Schick ich jetzt meine Jungs rüber? Ja, rüber und danach wieder zurück direkt. Alle rüber, alle zurück. Hier, wie kann ich hier wieder zurückschicken? Unten. Genau, ich schieße wieder zurück auf Nordafrika. Jakob, es sieht gut aus bei mir sogar. Also, oder so. Das sehen wir nicht, Bro, was du da eingibst. 2 auf Westeuropa und 4 auf Südafrika? Also ich würde alle mitnehmen, alle zurück. Aber Sidney hat doch gesagt, immer 2 haben. Nein, das ist ja einfach nur so, dass du das Land geholt hast. Das kann jetzt Danny auch, weil wenn du da 2 hast, dann verlierst du auch 2, weißt du? Mhm. Das ist einfach nur, weil Danny muss ja ein Land holen und da wird es auch holen. Unten links sind 3. Achso, ich bin. Ich traue mich nicht, den 3 anzugreifen, ne? Ich hab. Das gibt's doch nicht. Ja. Och. Oh nee! Oh doch! Oh, ah, ist gut. ich hab da noch 4 LAN, ich hab das voll vergessen. Ich schieb mal die 3 weg, ja, lass mal traden, Digga. Ich nehm da meine 4 da weg. Welche Farbe bist du? Achso, na, rot. Kriegen wir nicht hin, leider. Warum? Nimm die 3 da weg. Mach die 3, ich schieb die 3 irgendwo hin. Welche 3? Die hier? Ja, ich greif ja, weil an, er sonst kein... dann greifst du mich an. Dann habe ich auch nur einen. Dann aber du hast doch auch einen Einser bei Gelb. Ja, lass den noch ein paar Runden danach, wenn ich die Lilanen hab. Ich will die 4 nicht, ich will nur einmal da irgendwas einnehmen. Du kannst ja noch bei dir. Später muss ich das eh holen. Man muss ja, was hat er denn für ein Prinzip genommen? Oder ich hab nur. Der Würfel ist nur Zufall, Digga. Würfel ist nicht auf Standard, sondern auf 100% Zufall. Oder so. Okay. Aber ist halt für alle gleich. Aber man traut sich so nicht zu anzugreifen. Oh, Mert macht's, Digga. Ja. Aber was ist denn Standard? Mein Gott, ich hab das gar nicht gesehen. Mert, hör auf! Wir arbeiten zusammen, Junge! Oder mit wem willst du, was willst du machen? Du kannst höchstens Reifen wechseln. Hör auf. Wir arbeiten jetzt bitte geht jemand bei Mert rein. Uff, nur 5 Leute gleich. Oh, hoffentlich. Bitte.
Ich bin raus. Ich hab den ersten rausgekriegt. Scheiße, er hat vier. Ich schwöre bei allem, die nächste Runde, wie wir spielen, ich gehe nur noch auf Mert. Ich gehe wieder auf Blues, aber nur auf Mert. Hauptsache du gewinnst nicht. Hauptsache du gewinnst nicht. Das war der größte Fehler, dass ich am Anfang nicht auf Mert gegangen bin. Er hält 10 Truppen. Er hat wieder manipuliert, das ist unglaublich. So. Scheiße, Mert merkt sich, dass ich gegen ihn bin. Ich besuche meine Oma. Warte. Ich besuche meine Oma! Kannst du eintauschen, Eli? Mach trotzdem auf Risiko. Oh, mach trotzdem auf Risiko, dass du einen angreifst. Ja, ich greife jemanden an. Ja. Ich besuche meine Oma. Ja. Okay, das war gut. Zack. Jetzt wieder zurückziehen. Nein. Ja. Da würde ich jetzt zum Beispiel so 3 stehen lassen. Und jetzt die 7 auf die 1 zurückziehen. Ich würde da 3 stehen lassen oder so, weil du willst ja langsam Afrika holen, oder nicht? Sonst wird es immer wieder eng genommen. Ja, aber denkst du, Danny wird ihn angreifen? Ich denke, Danny wird ihn nicht angreifen. Ja, aber trotzdem allgemein, dann kann er von da auch wieder gut angreifen. Danny! Und 4-4? Ja. Was sagst du zu 4-4? Ja, 3-4. Ja, ist auch gut, ja. Warum bist du Fullmute? Ja, ich bin am überlegen, Bruder, das ist so ein taktisches Spiel. Ich bin so am überlegen. Ja, also, warum? Ich sag dir nur kurz, warum ich das gemacht habe. Weil sonst du willst mir Angst machen? Nein, ich gehe wieder auf, Danny, zurück. Bitte. Okay, ich sage dir. Danny hat Angst. Ich bin der größte Heuchler. Ich bin der größte Heuchler, wenn ich diese Runde angreife. Na, hör mir zu, ich hab das gemacht, weil ich hatte 3 Orte, wo ich Soldaten hatte. Schränk und ich musste da, Dings, weil ich da gespielt hatte. Eli traut's nicht auf mich zu. Ich wollte nur alle Soldaten sammeln, weil ich davon ausgehe, du greifst mich an. Also wenn du mich angreifen willst, kannst du machen, aber damit du nur weißt, ich werde dich nicht angreifen, Walla. Nee. Diese Runde werde ich dich angreifen. Diese Runde. Walla. Ja, aber guck mal, wie er das dreht, Danny. Mann, Danny, wieso sollte er dich angreifen? Ist doch voll dumm. Sag das ganze Spiel, willst du ihn nicht angreifen? Ich sage das nur, weil... Ey, warte, du redest nicht, du willst sofort dein Maul, Junge. Deswegen hab ich das gesagt. Ich darf reden, aber keine Tipps geben. Schwanz, sei mal leise. Ich darf doch keine... Nein, darfst du nicht. Bruder, wem willst du Tipps geben? Du bist als erstes raus, du Hund. Warte, ich hab 2 Gegner danach. Ey, danach spielen wir noch eine. Yeah. Aber bitte rede erst danach wieder dann. Ja. Ich darf reden, Junge, ich darf keine Tipps geben. Ja, du sagst doch Tipps, haben wir noch im Manipulator, weil du redest dazwischen. Mach, ich will nur, dass sie geschützt werden von dir. Das ist das Wichtigste. Achso, du musst eintauschen. Was soll ich denn eintauschen? Du kannst Karten, du hast 5 Karten. Ich kann ja nicht. Er hat nur 2 Karten. Hä? Achso, ich hab 5. Achso. Er hat 2. Nee, er hat auch 4. Wer ist das? Achso. Ich bin das. Aber er kann nicht. Ja. Ist nicht, so, ist nicht schlau, wenn Eli mit der 2 die 1 angreift einfach? Auf gut Glück? Genau, auf gut Glück würde ich das auch machen an seiner Stelle. Mit der 2 die 1? Mit der 2 auf die 1 versuchen. Achso. Ja, da rechts irgendwo. Soll ich hier nicht unten? Kann Luca, ich nicht geht hier? Nicht. Nee. Kann ich nicht Ostafrika angreifen? 10-2? Ja. Kann ich machen? Also eine Karte musst du immer... Schwächst dann halt immer Nordafrika. Nordafrika ist deine wichtigste Position, die da. Ja, da kann oder soll ich Indien hier mit probier, China? Probier da. Wenn die fällt, dann Nordafrika ist K6E. Okay. Das heißt, da musst du erstmal abfeuern. So, ja. Oh, stark. Und brauchst da. Okay. Und jetzt Eli, ich lass dir Afrika, mein Freund. Du kannst Afrika holen. Ja, Afrika ist die ganze Zeit free. Eli, du musst dir Afrika nehmen, Bro. Ich lass dich in Ruhe. Ja, ich nehme Afrika. Eli, ich bin gelb da oben, ne? Also, Eli, wollen wir uns... Ich hab nichts zu tun. Ich bin Afrika. Mach du dein Europa-Ding. Ich bin Afrika-Cup. Ach, Mann. Ich bin in Afrika-Cup. Ich geht. Was machen wir mit Europa jetzt? Da haben wir ein Riesenproblem gleich. Europa ist crazy, ehrlich. Ich lass das da so stehen. Wir haben Frieden in Grönland. Ja. Frieden in Grönland haben wir? Ja, ich meine hier. Die Landesgrenze ist friedlich. Achso, okay. Warte, nimm du meins einfach. Ich nehme erst, Du kannst halt immer ein Land in Asien holen, da. Nahe Osten und so. Ich weiß, ob ich. Also, Jungs, ich sag euch mal so: Alleine werde ich gegen Europa keine Chance haben. Entweder wir bringen zusammen runter oder... Ich spiel mein Afrika-Cup. Bruder, ich sag ehrlich, mein Arsch ist so weit weg, was soll ich machen? Dann mal lassen wir, guck mal, 8 Soldaten. Ich bin noch zu schwach dafür, ich hab gar nicht... Okay, er ist noch nicht so stark, aber wenn er ihr seid genau gleich stark! Was? Aber auf Dauer ist er stärker, ja, das weiß ich. Er ist jetzt schon, diese Runde ist er schon stärker als ich, jetzt. Ab jetzt, wenn er die Soldaten hinlegt, ist er schon stärker als ich. Vertrauen auf ihn, Digga. Vertrauen, Junge. Lass da nur einen drinne.
Patron. Aber warum hat der 14 nicht gegen 7 gemacht und dann einfach komplett einen Kontinent eingenommen? Weil die Würfel verzinkt sind und man nicht traut, sich anzugreifen. Nee, aber dieses Kontinent wird er doch nie im Leben erhalten. Warum nicht? Denn, weil er nur einen Soldat hat auf dem Land, wo man dreimal... 17. Danny, oder 17, er kann aber nur auf ein Land die 17 tun. Er kann nicht auf alle Länder die verteilen mit einem Zug. Nein, das heißt, ein Land wird da bleiben mit einem Soldat. Aber sein nächster Zug wird das sein. Guck, jetzt hat er rübergesetzt. Bis zu seinem nächsten Zug wird er gar nicht da hinkommen, weil bis dahin dieses eine Land, auf, wo ja, ein Soldat drauf ist, wird Danny einfach zwei Soldaten reinschicken, zack, fertig. Stadtrat vertraut ohne mir. Risiko. So. Oh mein Gott. Herr Gotti. Alter, jetzt fick ich hat Brasilien offen gelassen. Wieso? Ja, du lässt ja mit keine Truppen. Das ist tatsächlich mich im Brust. Ich werde ihn jetzt ficken. So, ab nach Brasilien. Das ist aber. Ab nach Brasilien. Oh nee! Ich hab ein geiles Schützen in Brasilien, Rohat. Er schützt da in Brasilien mit seinem 16. Oh mein Gott, Digga. Alla, wie korrekt, ja, Nigeria und Brasilien. Jetzt habt ihr Frieden für immer. Ich dachte, das wäre die Angriffstaste, Mann. Der Finger. Boah, hab ich Bock auf Valorant, ne? Hab richtig Bock auf Valorant gerade. Valorant. Noch mal nicht weit absaften. Ja? Ja. Oh mein Gott, ein Hurensohn-Ding ist bei mir. Alter, was macht der? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Boah. Ich helfe dir gerade an. Alter, Sydney ist auch stark, Junge. Wir drei. Ja. Weil ich nicht dumm fighte gegen alle. Josef, ja. Jetzt sind wir auch so mit Schandmaul halten. Hältst du da auch mal? Also Danny hat das Ding gewonnen. Ich gönn's ihn. Digga, Josef, bitte, geht um YouTube. Du hast gewonnen. Gänsehaut, okay, Digga. So. Ja, perfekt. Und was ist jetzt? Was ist jetzt? Oh, ich bin. Was ist jetzt? Ja, du musst ihn vernichten. Oder er ist doch schon tot. Danny wird ihn doch jetzt abstauben. Ja, nee. Danny hat doch ich die ganze Zeit ihn manipuliert, jetzt kommt Danny und wird ihn komplett in den Arsch. Ich kann doch gar nicht, hä? Ganz rechts ist jemand. Ganz rechts ist ein letztes Land. Bruder, du kriegst jede Runde plus 8000 Truppen, Bruder. Du gehst mit dieser 13 da rein und fickst deinen Arsch. Und dann? Wie komme ich an die 3 da rechts? Klaunst du da nach Japan? Ach, true, Digga, du hast recht. Das wird Sid nämlich nehmen. Japan? Und dann geht's dir richtig gut. Sid wartet nur, bis er den abschauen kann. Und er hat nur zwei Karten. Das Ding ist, Eli ist gerade ein Virus. Ich will ihn ausschalten. Weil er ist der Laufhund von Europa. Und deswegen ist er gefährlich für uns. Das ist einfach ein Virus. Oder was für ein Roder? Er grifft uns gerade beide, aber Sydney wird ihn halt abschrauben, weil Sydney ist direkt nach Eli dran. Aber was ist egal, wer die, Bruder, aber hast du eine Karte? Was juckt mich, wer die Karten kriegt? Aber was für ein Laufhund? Egal, der wird ja noch ein bisschen leben. Oder ohne Eli wäre doch Rohat richtig stark an deiner Seite. So hast du zwei Schwache. Ja, ich spiel so Bullshit, Chat. Matt, ohne, was hab ich mit diesem ohne Chat das zu tun? Mach ihm mein Ding. Rohat hat den Dolch eingegangen und Eli fickt ihn jetzt dafür. Warum schiebst du wieder auf mich? Als wäre der ich hätte nichts damit zu tun. Oder was? Weil wir uns ohne dass du es willst. Ohne dass du es willst. Er ist einfach durch Glück und Zufall dein Laufhund. Weil egal was er macht, das ist gut für dich. Oder. Ja, oder. Er hält deine Grenzen sauber, Junge. Oder. Aber und Chat, und schon habe ich Mert überholt. Mert hatte letzte Runde 60 und ich hatte 51. Ich habe jetzt 69. Interessiert gerade niemanden. Er muss weg. Eli muss weg. Oder. Ich werde bald auf dem Level wie Danny sein, glaube ich. Wenn Danny ein bisschen fightet. Pass auf, wie du mit mir redest, okay? Karte. Pass auf, wie du mit mir redest, sonst kommt der Zorn Nordafrikas auch über dich. Eli ist ein Virus. Für mich wäre zum Beispiel top, wenn Danny jetzt nach unten geht und hier fightet. Weil er dann Truppen verliert. Nordafrika soll über dich herrschen. Verstehst du das? Ich muss einmal kurz reinluschern in den Kleinen. Das ist crazy. Ich muss kurz reinluschern in die Karte, ey. Das ist crazy. Mal, ich hätte seinen 10er. Das Spiel, Eli. Du kannst doch in Asien fighten, Daniel, hä? Ich mach doch nichts, ne? Ja, wo du dachtest, es ist dein Bruder, der fickt dich. Auch die Schwächsten immer? Guck mal, wie sie jetzt fitter macht, ist das krank. Das ist crazy. Guck mal, wie mehr wieder Politik macht. Wie mehr Bruder. Wieder Politik macht, Eli, Digga. Du machst für ihn alles sauber und dann fickt er dich in den Arsch. Wie fühlt sich das an? Rede richtig mit Nordafrika, okay? Dann überlege ich es mir nochmal eventuell. Ey, du hast Glück, dass ich diese 49 nicht rausholen kann, ne? Sonst wäre ich schon bei dir drin, ich sag dir ehrlich. So, ich mach jetzt. Kann ich das machen? Ich mach jetzt, damit er fällt einfach. Ja, oder? Ja, du musst fallen, Digga.
Ja, oder? So, einer soll ihn abstauben da unten, ist mir scheißegal, ob Danny oder irgendeiner muss ihn aber nehmen. Was ist das? Oh. Also war hart, Digga. Ja, ist mir egal, einer von ihnen soll, ihr könnt ihn abstauben, Digga. Ja, ein 62er Stack, der macht mir so Angst, ne? Ich weiß, ich bin super stark, aber ein 62er Stack, damit kannst du alles mir wegmachen, gefühlt. 62er Stack, Digga, das ist geisteskrank. Oh, Alter. Warte mal, Mert hat stark gemacht. Das war wichtig. Trau dich! Trau dich, Bastard! Komm, das ist die Schlacht der Bastarde! Das Ding ist, auf Dauer habe ich mehr Leute als Mert. Oh, das jetzt verliert. Und Mert war blöd, wenn er einläuft. Mein Gott, ihr haltet euch, Hodor! Halt die Dauer! Stark. Richtig. Oh, hat die gefickt. Hodor! Außer er wird übertreiben, weil er merkt, er muss eigentlich nach hier gehen. Afrika. Es war verwirrt. Nächstes Mal gewinne ich. Ich habe das Spiel schon mehr verstanden als das letzte Mal. Also mein erstes Mal. So, und jetzt bin ich gespannt, wer sich Afrika holt. Nordafrika ist gefallen. Nordafrika ist gefallen. Jetzt hat sich alle auf Afrika. Virus bekämpft, Corona wurde bekämpft gerade. Nordafrika ist gefallen. Nordafrika ist gefallen. Wer holt sich jetzt Afrika, ist die Frage. Ja, Jungs, Afrika. Den goldenen Kontinent. Juck mich nicht. Wie back in the days. Was ist denn jetzt los? Was wird da? Warte mal, ey, Martin, ich seh gerade hier neben, auf süß gerade neben Asien, klar? Ja, was für guck mal, Asien? Da geht schon zweier Schritte, geht er schon. Ach, ist so ein Fick? Niemand kann Asien bekommen. Aber warum gehst du dann zweier Schritte? Wenn ich die Länder hab, dann habe ich 15 Länder und ich krieg nochmal eine Truppe mehr. Ey, er macht gerade. Boah, ich spiel dich zum ersten Mal, Baby. Kurz, warte mal kurz. Er macht gerade über. Also. Digga, er redet die ganze Zeit kein Wort und breitet sich da so gut aus. Ich hab doch Danny, hab ich gesagt, wir haben Frieden und ich kämpfe in Asien, oder nicht? Steht so stark. Jawohl, ja. Nein, das sollen die auf mich schätzen. Ja, ich hab genau das gesagt, was ich mache. Warum sollte ich denn gegen Grönland kämpfen oder so? Hier sind doch nur einer Länder. Sydney ist sehr stark, Bruder. Die Wichser, die haben mich auf dem Schirm, nein. Ich bin fünf Soldaten, ne, gleich. Sie haben mich. Das hätte ich das eine weggenommen, David. Guck mal, was gleich passieren wird. Was? Was soll passieren? Ja, guck, wie viele Soldaten du kriegst gleich. 10 krieg ich dann. Das Beste, was du gemacht hast, ist 1, Frieden 2, 3, mit 4. Danny. Das ist dein Sieg geworden. Ja, ich hab Frieden mit Rort und ich hab Frieden mit Danny. Ja. Und dich greife ich auch nicht an. Noch nicht. Ich greife nur einer Länder an, weil sonst verliere ich selber Truppen. Ich will nicht fighten mit den Würfeln. Scheiße, sie haben mich langsam. Wirklich, Sydney ist ausgebreitet wie Corona, ernst. Aber ich werde mich um Blau kümmern. Oh nein, was ist denn das jetzt? Was soll denn das jetzt? Er musste so lachen, ey, ich schwöre. Er hat im Innern fuckt ihm Blau so ab, der bei Gott. Ich weiß ganz genau, wie Danny gerade denkt. Er denkt, jetzt wäre Danny auf mich hetzen, wo kommt denn das? Was? Jetzt wäre er dich auf mich hetzen, oder was? Danny, ich sag nur Danny. So, Danny, lass das für dich, alles gut. Lass das nur für dich. Er ist so ein freier Mann. Okay. Ist so ein freier Mann, der kann auch entscheiden, was er macht. Sydney, entweder wir traden da eins oder ich nehme das persönlich. Wirklich. Ich trade eins? Ja, da sind doch noch Einser Länder. Dann nimm deine Sechster weg. Dann nimm deine Sechster weg. Hey, nein, wieso sollte ich? Weil du hast gerade. Guck mal hier. Hier ist ein Land. Runde daneben. Hast du Danny überholt? Du bist bei 109 Soldaten. Ja, weil ich gerade eingeholt habe. Weil ich gerade eingetauscht habe. Du hast ihn direkt eingeholt. Mach nicht deine Politik, bitte, Sydney. Du kannst das Spiel. Bitte hör auf, Kinder zu verarschen. Weil ich gerade eingetauscht habe, Land? Okay, dann verstärke ich hier halt. Was wollt ihr? Oh. Ja. Nimm die Sechster weg. Boah. Wieso sollte ich? Da sind doch Länder zum Eintauschen. Normalerweise kümmert man sich immer nur um Nahe Osten. Das eine Land da, was lila ist. Das tradet man. Europa tradet das, Asien, Afrika und Australien. Nach und nach. Ja, okay. Machen wir halt diesen. Das ist egal, das macht mir keine Angst. Ja, ich hole mir das Land in einer. Bob. Und verpiss mich wieder. Ja, dann lass doch die 8 da. Damit ich deine blaue nehmen kann. Was für eine blaue? Ich lass doch nicht 8 stehen, damit ich 8 Truppen verliere, wenn du ein Land holst. Ich will nicht zu nah an Danny gehen. Ich will einfach nicht so nah an ihn dran und du drängst mich doch an. Es hat doch gar keinen Unterschied, ob das dein Land ist oder seins. Für mich muss das sein Land sein. Es macht doch keinen Unterschied. Doch, Bruder, weil wenn er da einen Soldaten hat, dann kann er mich nicht angreifen mit einem Soldaten. Weißt du, das macht keinen Unterschied, nein. Ob das dein einer Land da ist oder meins, das macht keinen Unterschied. Er kann da eh durchlaufen. Ja, das macht keinen Unterschied, aber es macht einen Unterschied, wenn sein Einserland weg ist. Verstehst du?
weil dann hat er da das Land und er kann sozusagen nicht mit 52 über sein eigenes Land angreifen. Jetzt kann er mich angreifen und das ist mein Problem. Jetzt kann er dich angreifen? Wo? Ja, warum sollte Danny bei dir reinrennen gegen 62 Leute? Also das macht ja auch keinen Sinn von seiner Sicht. Das ist manchmal wahnsinnig, Digga, keine Ahnung. Du bist wahnsinnig. Digga, also wo ihr fighten müsst, ist Afrika, Jungs. Afrika muss ich jetzt klären und der Nächste, der Afrika, der ist dann die Weltmacht. Also ich fühle mich gerade bedroht vom Blau, ich sag dir ehrlich, ich fühle mich hier in die Ecke gedrängt an Gelb. Du bist ja auch in der Ecke Australien, wenn du dich nicht ausbreitest, du musst dir Afrika holen. Oder was juckt mich Afrika, wer soll das halten, bitte, ja? Nee, hol Asien, was willst du sonst haben? Ich will nicht holen, ich bin einfach, ich baue mich auf für die, für die, ja, für dann den hol dir Weltkrieg ein Land gleich. Und yalla. Gleich wird Weltkrieg passieren auf jeden Fall. Guck. Ja, aber ist doch nicht schlimm. Ich nehme das Land hier, ja, ja, ich hab da keine Angst, ich bin ja nicht blöde. Und guck mal, ich ziehe ja die Truppen sogar ab hier. Und zieh mal deinen Neuen da weg, Junge. Schatz, sie haben mich langsam auf dem Schirm. Frickfresse. Sie haben mich langsam auf dem Schirm im Weißen Haus. Ich bin im Weißen Haus. Barack Obama. So, du bist leise. Überkreuzt. Einfach sei mal leise, du Hund. Diese vielen Monitore, Chat. Kennt ihr? Digga, das ist so crazy. Als du gemutet hast. Hier oben Merz stream auf Discord. Gucken, was Merz sein Chat schreibt. Ich muss doch erstmal. Du kannst doch nächste Runde es wieder wegmachen. Ich krieg doch die Truppen nicht. Oh, lass mal einen Neuen in Ruhe. Was kracht's? Wie im Weißen Haus. Nee, im Pentagon bin ich, Chat. Ich bin im Pentagon. 37. Mert, was ist jetzt eine Frage, wenn du jetzt 72 mit 37 angreifst? Du gewinnst. Werden aber die 37 von deinen 72 abgezogen? Je nachdem, wie viele Leute du verlierst. Das dann, okay, das ist Zufall auch wieder. Drei Stunden geschaut, bin ich da einer, ja. Wir konnten zwei Runden spielen, ja, mit einer rausgemacht. Ich hätte wenigstens ein bisschen auf Danny gehen, dass er ein bisschen gespielt. Spannend wird. Das meine ich ja. Ich würde jetzt sogar noch. Ich gehe jetzt, glaube ich, hoch auf Danny. Sonst ist es zu einfach. Die Australianer sind jetzt Ghanesen. Wir haben einfach alle jetzt Dings alleine gelassen. Jeder greift jeden an. Wir sind gerade Flüchtlinge. Wir sind australianische Flüchtlinge in Ghana. Rohrt, geh auf Danny, ich helfe dir. Maybe Cap, mal gucken, wie es ausgeht. Mann. Du machst drei in den Chill. Ach, Mann. Okay, jetzt beginnt da was. Was passiert? Achso. Und jetzt geht's los, wenn keiner mehr Kontinente hat und jeder hat nur noch Stacks. Dann geht's los. Dann wird losgerannt. Ja, ist Danny die ganze Zeit Vollmute? Ich bin hier am Diskutieren, dann bist du, Bruder. Okay. Ey, Jungs, okay. Gerade dumm, was wir machen. Also, Danny wird halt das Game zu 100%. Ja, ich weiß, ich will doch, dass irgendjemand auf Danny geht, weil sonst ist es langweilig. Ja, wir müssen. Also, Jungs, ernst. Ja, dann geh doch, hä? Ja, Bruder, geh auch. Du fickst doch mich gerade die ganze Zeit, du Spann. Du hast 30 Soldaten mehr als ich. 30 Stück. Ja, Bruder, und. Also, Digga, das ja, ist so geil. Ja, aber Danny hat doppelt so viel wie wir alle. Ja, dann mach doch was. Ich hab keine Leute dafür. Guck mal blau an diesen Dreckigen. Ich hab keine Lust mehr zu gewinnen und mach da so halbe Sachen. Guck mal, bitte halbe Sache. Mein Chat meinte, ich soll aus rein, ne? Halbe Sache, das ist der Kalle. Nee, ist ein dummer Play, ne? Ich gehe nie im Leben auf Danny, Digga. Lieber soll Danny gewinnen anstatt Sidney. Ich schwör bei Gott. Weil sonst sagt Sidney, ja, Matt dachte, er ist krass, ich hab ihn gefickt, ich hab gewonnen. Das Bruder, gleich. Matt, warum nimmst du so tief bei Danny, ja. Bruder? Das ist wirklich krank. Wer nimmt tief bei Danny, Amener Räum? Ihr beide habt bei Danny gelutscht. Land du, Danny, Abi. Nimm Bruder, bitte. Nein, das war einfach nur schlau. Jetzt, Abi, dann bitte lass jetzt. Traden, Abi. Danny die ganze Zeit mute und beschwert sich. Er beschwert sich, dass wir uns gegenseitig griefen und wir jetzt ihn stürzen wollen, oder was? Man versucht gegeneinander kämpfen zu lassen. Mert, ich weiß. Gehst du nächste Runde nicht raus, werde ich dich komplett griefen. Ui, bitte, ich hab voll Angst vor dir, du Schwanz. Okay, komm. Nee, du gewinnst. Keiner Dulli, Digga. Guck mal, wie er immer. Rort, geh auf Dings. So hat, Digga. Soll Danny geh nicht auf. Picken. Ach, Mann. Lass Mert in Ruhe. Zieh zurück, ich greif den anderen 40 an. Alles gut. Und was willst du angreifen, Junge? Nee, ich hab keinen Menschen, stimmt. Danny, greif ihn nicht an, ich mach das. Meine Ökran, ich mach mein Ding hier ein bisschen. Mach ja, Danny, du hast schon gewonnen. Ich mach, ja, Bruder, gestern hat den Mert auch fast gewonnen, da haben wir ein Auto gebraucht, den Arsch gefickt. Dann ist er schlecht. Da ist er schlecht, was willst du da tun? So, jetzt mehr tot. Echt. Hä? Danny, aber du musst das auch gewinnen, ne?
Mann, er hat doch schon gewonnen. Oh, jetzt also viel wie wir alle drei zusammen. Help, aber was passiert gerade? Aber Rohat, du hättest auf Danny gehen müssen, nicht auf Mensch auf Mert. Ja, Rohat ist ein Dulli, der wird auch 10 Subs zahlen und der hat nichts davon, Digga. Doch, weil er einfach Bruder, Angst hat, weil Rohat Angst hat vor dem Starken, geht er auf den Schwachen. So ein Nein, Angst Bruder, hast du. Danny, hat keine große Fresse. Du gehst mit 80 nicht auf 30, weil du Angst hast, gehst du auf den Schwachen. Ich hätte wirklich versuchen können, Asien zu nehmen. Weil du ein schwacher Mensch bist, deswegen machst du das. Ich glaube, Danny würde es nicht checken, dass ich Asien hätte. Greif mich nicht an, ich mach seine Dings schwach. Oder was? Oder warte, du kannst meine Karten nehmen. Ja, also Rohat hat wirklich komplett reingewürtelt. Er hat nicht gecheckt, was ich von ihm wollte. Nö, alles gut, Bruder. Du hast 19, aber du musst das auch gewinnen. Ich spann an, was soll ich, was ich tue, was ich kann. Drei Karten, Sydney, okay, Sydney, jetzt geht's los. Ja. Sydney, es geht los, ne? Was? Ja, es geht los. Sydney, es geht los. Ja, wir haben verloren. Es geht los, Sydney, 17, 14. 49? Ja, wir müssen beide auf ihn, das weiß ich. Er wird gegen 32 fighten, der wird das machen. Obwohl, der hat nicht mehr so viel. Wird er auch, aber so ist erstmal eklig für ihn. Du kannst auch noch in Europa rein, wenn du willst. Da oben, Südeuropa. Also hier ist ein Ding zwischen mir und Sid, right? Ich muss Zug beenden, Bro. Ja, du kannst auch mich fighten lassen, weil ich hab mehr Truppen. Ich hab mehr Truppen als du. Du, ne? Du gehst ihn, du gehst ihn nicht, dass Danny gewinnt. Ja, ich greife alles an von ihm. Okay, Danny ist vorne raus. Wie viele Karten hat er jetzt? Wie viele Truppen bekommst du? 7. Oh nein. Plus Karten. Ah, zeig mal her. Mal den Schinken. Das ist irgendwie nicht so viel, wie ich mir vorgestellt habe. Ich gehe aus in Europa. Aber das reicht, um den Suppe zu schauen. Achso, doch. Ja, doch, ich dachte, er hat nur 5. Es ist die Sahne. Ja. Oh, stark, Digga. Stark. Wir leben noch, Rohat. Leider stark. So. Mehr kann ich erstmal nicht tun. Ich hab keine Truppen. Boah, das nennt man Spannung jetzt. Das ist spannend. Digga, Sid kann das doch holen, no? Das geht wieder los, Chat. Das ist spannend. Das geht wieder los. Ich muss jetzt in den Arsch ficken. Du kannst so viel angreifen, wie du willst, wenn du Leute hast, Kelkara. Kelkara. Meinetwegen soll Rohat gewinnen, aber nicht Danny. Oder deswegen, so ist wenigstens noch spannend, ja, wenn wir noch so spielen. Und das gewinnt 20 Subs. Wenn ich einen Win eigentlich gönne, ernst, dann ich ist es Sydney, Bruder. Daniel, sein Arsch war 3 Stunden lang mute. Ich glaube, wir kriegen ihn eh nicht. Sagst du? Wird schwer, aber es ist machbar. Wir sind ungefähr gleich viele Truppen. Ja, ich glaube, Sydney gewinnt das hier noch, Digga, um ehrlich zu sein. Oh ja, oh, ich hab Mistake gemacht. Ich hab gejoked. Genau. Ja. Ich hab gepopelt. Ja, und das meinte ich, Ding. Boah, minus 13 ist crazy. Ich hab hart gepopelt. Wie war der Fight gerade? Oh mein Gott. Er hat zweimal gefickt, ne? Oh mein Gott. Das war krank. Ich hab noch 14 Truppen mehr. 2. Ich bin out. Ja, aber es könnte jetzt zwischen das den zwei sein. Genau richtig, Danny. Du hast nicht gepuppelt, gar nichts. Genau das musstest du machen. Bruder, ich hätte auf Alaska noch 2 mehr machen müssen. Ne? Ich vielleicht noch seine Karten. Oh, kann ich doch mal drauf. Kann ich doch machen, wie geht's? Stark. Nein. Du hast den Rohat. Guck mal, eine Sache, Danny. Hättest du Rohat nicht umgebracht, hättest du 2 gegen 1 gespielt. Jetzt spielst du ein 1 gegen 1. Weil die wollten nicht beide ficken. Deswegen musste Rohat weg. Ja, oh, ist over. Schade. Feuer ich hier. Mach ich das nochmal? Digga, was ist das für ein langes Finale, Lan? Ich würde Bingo lieber zugucken bei 80-Jährigen, anstatt diese Runde noch weiter. Ist das klar? Oder wir kämpfen doch. Ich check nicht, wieso es so lange dauert. Ich schwöre, man kann nicht durchrushen irgendwie. Ihr habt irgendein Easter Egg gefunden, dass man. Oh, ich weiß, warum es ist. Wegen dem Würfeln, Bruder. Man kann nicht angreifen. Ja. Ich verliere gerade hier unten 5 gegen 1. Ich glaube dran. Ach, Mann. Kann Sydney komplett durchkrachen? Er kann, ja, ist wahrscheinlich auch ich hier. Ey, welches Dinger hast du? Obwohl, ne, ist fand ich gut, Lul. Diese eine Race-Dinger, ich weiß nicht. Weißt du, was ich hab? Overdrive, die bitte lass mich spielen. Ich hab die ganze Runde schon alleine gespielt, ohne Chat. Ich hab die auch. Ich mach das. Ja, ich hab die gerade gekauft. Schon in Nordamerika. Für 21? Genau. Ja, ich hab die auch. Aber was hab ich überhaupt? Weißt du, welche Wände ich im Shop habe? Welche?
Diese blub blub blub. Nee, die ist unnötig. Bruder, die macht dir so Kopfschmerzen. Die hat auch Maus. Die Maus gekauft hat? Zum blub blub blub, ja, ja, Bruder. Bruder, ich schwöre, wie kann man dafür Geld ausgeben, ja? Das ist einfach eine Spinne oben drauf. Was muss das für ein Bastard sein, diese Waffe zu kaufen, ja? Ich sag dir, ich hab dafür auch Liebe entdeckt, weil die sich cool angehört hat. Hör zu, hör zu. Weil sich cool angehört hat, Bruder, spiel die zwei Runden, du verfluchst diese Waffe und du forderst dein Geld sofort zurück von Wendel, von Velo. 50-50 oder was? Wie sieht das aus von meinem Bo? Oh, jetzt hat Sid gewonnen, oder was? Noch nicht. Kann er eintauschen? Bitte nicht. Ja, aber jetzt ist es vorbei. Ja, ja. Also jetzt muss es echt vorbei sein. Also wenn das noch verliert, Sid... Bruder. Ja, es kann sein, er gewinnt auf einmal jeden Kampf wieder. Nein, nein, das geht nicht. Ja, oder das. Aber jetzt kommt das. Seid ihr 5-Stack? Nee. Wie seid Kannst ihr? Mitspielen. Also wir brauchen genau noch einen sogar. Komm. Yes. Meine Runde hat gerade gestartet, Jungs. Dann quit, Bruder. Bist du solo? Ich kann nicht quitten. Da bist du nicht in Ding Suche. Ich hab diese Chat. Meine Runde hat jetzt gestartet. Oh no, wo Sheriff habe ich. Oder du hast alles gefickt jetzt. Wisst ihr, welche Sheriff die geilste ist? Achso, seid ihr drei oder was? Die anderen dann? Die mit du konntest doch gerade F4 machen, Bruder. Alte F4. Die mit dieser Red Dead Redemption Musik und der, wo er das Ding so dreht am Ende. Die Sheriff? Ja, das ist die. Oder wenn ich die Sheriff hab, hab ich alles. Wenn ich die Sheriff hab, Bruder, die ist auch OP, das weißt du mehr. Du holst damit 3 Kills. Das ist ganz schade. Warte, hier ist die Schüsse kommen gerade. Boah, ich hab Wallo vermisst, Lan. Wie geil, Alter. Bald ist das Turnier nächste Woche. Nein, über Tassos, nächste Woche. Aber es ist der Gotti. Ich hab dir gesagt, ich bin E-Sportler. Du hast eigentlich Basketball. Ach, du Kacke, Ass. Ah, ehrlich, okay. Ja, den muss ich hier nehmen. Den muss ich ja nehmen. Oh, den hole ich sogar stark. Alter. Nein. Stark, den hole ich sogar. So. Ach, der normalerweise mit der Vierer, das ist doch die jetzt die beiden. Sheriff, Bruder, die ganz ist so easy. Krank. Ich bekomme jetzt so viele Leute. Ach, das reicht. Wie viele Truppen hat, er? 1, 2... 14 gegen 41. Stimmt, Zit hat heute 12 Stunden einfach gestreamt. Ja, normal. 2 Stunden Stream wegen Risiko noch. 3 Stunden hat die noch gepackt. Oder plus 10 ist crazy. Wer hat plus 10 bekommen? Sid. Nee. Bruder. Ja, halte da den Rest drauf und dann. Guck mal, ich will nicht sagen. Ich will jetzt noch nicht sagen, aber Sid macht die ganze Zeit denselben Fehler. Warum das Ding nicht beendet wird. Aber ich will nicht sagen. Ja, ja. Rede, nach 4 Minuten raus, der labert gerade. Oder halt dein Maul, hast du gesehen, ich war in jedem Kontinent dreimal erwünscht, Bruder. Ach, boah, Digga. Bruder, mein Fehler ist, dass die Würfel gezinkt sind. Stark. Bleib. Nein. Ja, aber jetzt ist so, ich hab jetzt einmal den eisernen Preis bezahlt. Er schiebt die 5 auf die 1 unten. Der große Fehler, Digga, der große Fehler. Oh. Ja, genau. So, das reicht doch jetzt. Ja, das reicht doch jetzt. Okay, du hast nicht mehr Karten. Ja, das ist over jetzt. Endlich. Bruder, wir spielen nie wieder mit diesen Würfeln, bitte. Das dauert so lange. Das muss sein, das muss sein. Nein, das dauert viel zu lange. Sinn. Bruder, man kann nicht angreifen. Ja, das macht keinen Sinn, also besonders nicht on-stream. Du sich auch nie anzugreifen. Ja, also auch für den Stream ist das wir auch wir müssen kacke. Es doch mal einmal ohne spielen, um zu sehen, ob Ding, ob das Sinn macht. Habt ihr noch nie normal gespielt oder was? Nee, wir haben direkt angefangen. Mert hat direkt Politik gemacht. Ja, einfach auf Standard lassen. Standard. Mhm. Wir wären schon vor 3 Stunden fertig, sage ich. Rot, komm, Deathmatch. Wer gewinnt jeden Fight, Lan? Yes! Endlich! Okay, Sidney kann jetzt durchstemmen. Ja, jetzt ist es schade. Der war gierig, der letzte. Der letzte war gierig. Plus 15 ist crazy. Also, wie meint ihr, dass dieser Random-Faktor weg ist? Ja. Also, das Würfel auf Standard ist. Du musst oben ansetzen, damit du alles. Ja, genau. Und du würfelst doch im echten Leben auch. Oh. Ja, aber das ist ja nicht auf Spaß Standard beim Game. Wie? Ja, es ist nicht auf Standard, sondern auf 100% Zufall irgendwie. Ja.
Ach so, dass es noch mehr random ist, oder was? Ja, ja. Ja, irgendwie so. Dass du sogar 5 gegen 2 verlieren kannst, so. Ja, okay, ich geb mir. Also, ist ja normal, dass man Standard spielt. Sag mal, letztes Mal bin ich an 50-50 beim Bo? wie hab ich das verloren, Digga? Weil ich das ist wirklich farme. Krank, dass du das farmen willst. Aber es war aber 99% ausscheinbar für mich. Es war so geil von mir, dass ich da nicht angegriffen hab. Komm, vergeben. Einfach dumm von mir, dass ich da angegriffen habe, GGs. Du lebst immer noch. GGs ist ja aufgegeben, bitte raus. Ja? Joni, mein Allianzpartner! Es ist der Gotti! Okay, was pissen. Ach, Digga, was ein scheiß Game, Alter. Ja, ein geiles Game. Wie konnte ich das noch gewinnen? Ja, aber ich hatte schon komplett losgelassen, also wo ich auf Merk gegangen bin und so.